Willkommen, Herr Knoflacher. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir unterhalten uns heute über den geplanten Bau des Lobautunnels. Ich habe das damals als Auftragnehmer, ich war ja, 1971 war ja auch Zivilingenieur für Verkehrswesen und ich war damals Abteilungsleiter im Kuratorium für Verkehrssicherheit. Also ich habe diese Dinge bekommen, weil sie niemand haben wollte. Also die damaligen Büros wollten die Autobahnen planen, das war ein Kollege, der das gemacht hat, ein anderer hat den Schienenverkehr gemacht, also U-Bahnen vor allem und die Eisenbahn. Und ein dritter hat dann, da war ich da, 75 war ich schon Professor, ich war der Jüngste und der dritte hat dann, das war Professor Faller, der hat dann die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemacht und mir blieb das ganze sozusagen Bröselzeug, das ich vorher aufgezählt habe. Da wollte sich ja niemand sozusagen seine Karriere verderben. Deshalb habe ich auch die Fußgängerzonenplanung im Zentrum bekommen. Ich war damals noch kein sozusagen bekannter Planer, sondern die haben offensichtlich niemanden gefunden, der Rang und Namen hatte, der sich sozusagen in diese absurde Planungssituation begeben hätte. Weil wir haben ja damals 120.000 Autos aus der Stadt hinausgeschmissen. Also wir sind ja damals in der Größenordnung der Silostangente unterwegs gewesen, was heute Fußgängerzone ist. Da fuhren damals täglich 120.000 Autos ungefähr durch. Und dann tauchte 2002, glaube ich, diese Geschichte mit dem Supernau-Problem auf, wo eigentlich die Kollegen eine ganz ordentliche Verkehrsarbeit gemacht haben und zu dem Schluss kamen, dass eben das die schlechteste Lösung ist durch die Lobau. Die haben keine Planungsfrage bekommen, sondern die haben eine Projektierungsfrage bekommen. Welche Variante ist die beste? Das tauchte dann bei mir wieder auf, als das ernst wurde, 2015. Wir wollten untersuchen, welche Wirkungen der Lobautunnel im Gesamtsystem auslöst. Ja. Weil ich ja seinerzeit untersucht habe, welche Wirkungen die A23 und A22 in Wien ausgelöst hat. Ja. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Autobahnen, von denen man immer annimmt, dass sie der Verkehrssicherheit dienen, im Stadtgebiet von Wien 15.000 oder 16.000 Verkehrsunfälle ausgelöst haben, weil eben Verkehr verlagert wird und Autoverkehr angefacht wird auf diese Art und Weise. Und in der Zwischenzeit ist es ja abzulesen, das heißt, wir haben ein total zersiedeltes Umland, wir haben Wirtschaftsaktivitäten, die an sich in der Stadt sein sollten, an den Supermärkten, an der Autobahn und so weiter. Das heißt, die Stadt leidet ja. Sie ist natürlich ein sehr starker Organismus, der sich begonnen hat, auch zu verteidigen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Verteidigungsstrategien in Wien entwickelt. Aber die Tendenz von außen, gerade im umliegenden Bundesland Niederösterreich, die ging ja oder geht bis heute noch in Richtung Autoverkehr. Ich habe das dann durchgezogen trotzdem und habe eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht, die nicht erwünscht waren. Man wollte nur eine Verkehrsumlegung haben von uns und das auch nicht mit einer Variante, die ich für die wichtigste gehalten habe, nämlich nichts zu machen im Autobahnbereich oder im Straßenbereich, sondern das zu machen, was wir rechtsuferig in Wien eingeführt haben. Das sind Vorschläge, die aus den 70er stammen, die 1994 erstmalig mit dem gebührenpflichtigen Parken im ersten Bezirk gemacht wurden. Und sich dann auf alle Bezirke ausgeweitet haben. Also warum ist Ihr Gutachten das Richtige, das Beste? Aber, richtig oder nicht, das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar, weil eben Systemwirkungen untersucht wurden. Die Heraussagen sind, dass es im Verkehrswesen durch Geschwindigkeit keine Zeiteinsparung gibt. Mhm. Die Mobilitätszeit ist eine Konstante, das heißt, wenn ich die Geschwindigkeiten erhöhe, verlängere ich die Wege. Wenn ich die Wege verlängere, muss ich mehr Energie aufwenden, weil das kann ich ja in der gleichen Zeit nur mit höherer Geschwindigkeit erfolgen. Und dann habe ich die ganze Problematik mit dem Klima, mit der Flächenzerstörung, mit der Zersiedlung, mit dem Verlust der lokalen Geschäfte, weil die lokalen Geschäfte leben ja von den Fußgängern und vom öffentlichen Verkehr, wenn der von Fußgängern umgeben wird. Ob die Autobahn jetzt am Gürtel nicht gebaut werden soll oder durch die Lobau, nicht gebaut werden soll, ist meiner Ansicht nach nicht einmal ein gradueller Unterschied. Es ist in beiden Fällen ein Schaden für die Stadt und bei der Lobau insbesondere ein Schaden für die letzten Reste eines Nationalparks. Das ist absolut undenkbar und das ist ja meiner Ansicht nach aus vielen anderen Beispielen Österreichs, kann ich rückblickend feststellen, dass
auch in anderen Städten sehr schlechte Lösungen gemacht wurden, wenn ein Tunnel dabei war. Ja, das ist ja meine nächste Frage, weil ich habe schon öfters gehört von Freunden, ja, aber es ist doch ein Tunnel. Also der Lobau passiert doch nichts, es ist doch ein Tunnel. Was würden Sie da antworten? Ja, erstens einmal, der Tunnel ist wesentlich teurer, sowohl im Bau als auch im Betrieb. Er birgt spezifische Risiken. Also durch den Tunnel dürfen Sie keine gefährlichen Güter mit bestimmten Brandlasten durchschicken. Also ist die Illusion, die man verbreitet, dass man dann gefährliche Güter oder den Transitverkehr in den Tunnel verlegt, vollkommen unsinnig. Reine Illusion, weil es sind Bundesstraßen, da kann die Stadt Wien überhaupt nichts sozusagen hineinreden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn der erste Unfall in diesem Tunnel passiert, können halt mehrere hundert Menschen sterben. Also ich war ja seit den 70er Jahren auch international im Bereich der Tunnel und Tunnelsicherheit äußerst aktiv. Das ist das eine. Das zweite ist, die Abgase werden ja nicht im Tunnel paketiert und dann irgendwo gut vergraben, sondern die kommen ja alle irgendwo heraus. Das heißt, wir haben ein zusätzliches Risiko. Und der dritte Effekt, das ist jetzt gleichgültig, ob es ein Tunnel ist oder nicht, durch die Geschwindigkeitserhöhung wird die Zersiedlung massiv angeschoben. Aber warum hört die Politik nicht auf den Experten wie Sie? Warum? Naja, die hat ja andere Experten bestellt, die eben diese Gegengutachten machen. Ne? Die sind auftragsorientiert, logischerweise. Okay. Ist durchaus legitim, aber es ist natürlich nicht gut, wenn dabei etwas herauskommt, das die Zukunft gefährdet. Ne? Es gibt eine Prognose für den Lobautunnel, die absolut irreal ist. Die geht davon aus, dass der Motorisierungsgrad in Zukunft weiterhin ungehemmt zunehmen wird und dass die ganzen negativen Effekte technologisch bewältigt werden können, was natürlich nicht stimmt. Mhm. Und diese Prognose wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, als in Wien bereits der Kipppunkt überschritten war. 2002 war der Kipppunkt überschritten. Seit damals nimmt in Wien die Motorisierung. Kipppunkt, ja. Die Motorisierung nimmt zu und der Kipppunkt ist, wenn sie dann beginnt abzunehmen. Mhm. Das ist eine Folge der Maßnahmen und die rechnen aber weiterhin flott mit der Zunahme des Autoverkehrs auch in Wien. Und das ist natürlich absolut unseriös. Es gibt ja in Wien Ziele. Mhm. Also das Ziel in Wien ist ja, den Autoverkehr in den nächsten 15 oder 10, 15 Jahren auf 10% oder 15% zu reduzieren. Schauen Sie sich die ASFINAG-Projekte und die Evaluierung an, im Internet nachzuschauen, da werden Sie feststellen, 100% des Nutzens kommt aus der Zeiteinsparung, eine Größe, die es im System nicht gibt, aber die natürlich sozusagen naiven Politikern sehr einleuchtend ist, weil Sie als Individuen, wenn Sie schneller von A nach B fahren, feststellen, Sie brauchen weniger Zeit. Also verwechseln Sie Ihre Individualerfahrung mit der Systemwirkung. Sie halten sich für das System, ist natürlich vollkommener Blödsinn. Pass auf, wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, verlierst du deine Nähe und du bist ein Opfer der Konzerne. Da musst du sozusagen zwangsläufig bei den Konzernen einkaufen, hast nicht mehr die vielen kleinen Geschäfte, die kleine Wirtschaft ankurbeln und so weiter. Wir brauchen ja nur das Sterben der Städte und Dörfer anzuschauen. Wenn ich in den Autoverkehr investiere ich in eine Beschleunigung, ein beschleunigtes System. Und damit zerstöre ich die kleinen Strukturen. Wenn ich die Geschwindigkeit niedrig halte, müssen Quelle und Ziele in der Nähe sein. Was für Alternativen gibt es denn zum Lobautunnel? Der Lobautunnel ist, die Alternative ist, wir nehmen noch die Stadtstraße dazu, weil da gibt es eine Kostengrenze von 460 Millionen für 3,2 Kilometer Betonwurm. Und für die 460 Millionen können Sie leicht 20 bis 25, je nachdem, wie es ausschaut, oder 30 Kilometer Straßenbahnen bauen. Also es geht um die Vermeidung langer Wege. Das ist die Lösung. Also das Vermeiden geht nur, indem ich die Geschwindigkeiten reduziere. Und das Geheimnis beim öffentlichen Verkehr in Bezug auf die positive Wirkung ist ja, dass die Reisegeschwindigkeit beim öffentlichen Verkehr durch die Zu- und Abgangswege reduziert werden kann. Das ist das eine. Das zweite, ich könnte natürlich jede Menge Radwege machen. Ich könnte fantastische Verhältnisse für Fußgänger machen, wenn ich das Auto herausnehme. Aber dazu muss ich zuerst einmal das Auto aus dem Kopf nehmen. Ne? Weil das Auto sitzt ja tief im Stammhirn. Die Stadt ist für mich ein lebendes System, weil das stadtbildende Element der Mensch war, nicht das Auto. Wenn Sie das, was
nach den 50er Jahren passiert ist, hernehmen, dann wurde das stadtbildende System das Auto und damit zerstört, wird die Stadt unmenschlich. Sie müssen die Autos herausnehmen, die Autostellplätze müssen Sie herausnehmen, dann entsteht alles andere von selbst. Wenn Sie weniger Möglichkeiten für Autos haben, dann müssen Sie mehr Möglichkeiten für einen Menschen schaffen. Das ist dann intelligente Stadtplanung, intelligente Wirtschaft. Ja. Also Einzelpersonen kann man relativ wenig machen. Sondern sie müssen sich zusammenschließen zur Gemeinschaft, die etwas macht, wie die Fridays for Future.